Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Letzte Folge sind wir in der Festung eingedrungen, wo wir gerade irgendwie einen Mega-Fight haben. Weil ich entdeckt wurde, als ich die Ausrüstungskiste looten wollte. Seitdem sind die Zähne seit durchgehend Riot. Mir ist aber gerade mal egal ist. Allein nicht mehr nach dem Werfen. Hier können wir uns auch inzwischen. Vor uns kann sich nichts verstecken. So, ich frage jetzt nämlich, wie wir da reinkommen, weil wir müssen da einen Würdenträger töten. Die klappt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23 Horamdins Leibwache besiegt. Man weiß Lass ja das nicht. Gesocks nur kommen. Wir sind Ihr bereit. Seid allzeit bereit. Du rennst nicht mehr. Ach. So. Da ist er. Ein paar befreite Gefangene könnten sich seiner annehmen. Ich töte dich! Ich bin gleich weg. Ich kann das schaffen. Das ist heute wahr. Thanks, Riot. Oh, jawohl. So, wie befreie ich die jetzt noch hier, Jana, Leute? Der ist nett. Was? Das dauert nicht lang. Sehr gut. Du wirst leiden. Nein. Bin ich vorne hier vorbeigelaufen. Warum auch immer. Gute Ausführung. So, als Bonustage nämlich auch. Die hätten die wahrscheinlich auch getötet, aber.
Zeit zu gehen. So. Warum springe ich jetzt von der Mauer? Ich weiß nicht. Wir machen mit dem Lufthändler weiter, sorry für den Cut. Lass es wie ein Unfall aussehen. Das ist schön. Machen wir das am besten. Das ist, die Mutier gefällt mir sehr wenig. Ich trage die nur, damit ich es euch mal gezeigt habe. Ich will euch nämlich, wenn es geht, jede einmal gespielt haben, jede Montur. Jede Ausrüstung in dem Fall sind ja keine Monturen. Und ja, dann habe ich schon mal den Prinz gezeigt. War auch nur in 2 Folgen und so, aber ja. Ich habe zumindest ein bisschen... Aber ich kann euch jetzt gleich sagen, zum Ende der Story, sobald ich merke, geht es am Ende der Story im Ziel wieder die klassische Basenmotor an. Ja. Jetzt habe ich euch aber alle mal gezeigt, die Sandmotor habe ich schon mal getragen. Die Aufbegehren, die Rost haben, jetzt habe ich auch die, aber sieht man, Rittermotor schon mal gezeigt. Verkleidungen kann ich euch noch die von Valhalla zeigen. Alter, ihr hatten wir ja schon mal getragen. Ne? Auch wenn ich Alter mit am coolsten finde, ich den durchgehend hier aus rumrennen lassen würde, das ist halt nun mal nicht Basen-Style. Das ist der Ort. Auch wenn ich sage, es passt zu ihm immer noch sehr gut. Ich brauche deine Hilfe, Sadie. Ach, verarschen. Hm. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Da wollte ich schon noch gucken, wo er ist. Mist. So, den Unfall aussehen lassen. Ja, indem ich was draufwerfe, ne? Aber ich habe halt nichts mehr zum draufwerfen. Du hast hier nichts zu suchen. Der hat Wurfmesser immerhin. Weil sie stiegen. Jetzt kommt der halt hierher. Nicht so gut. Geht jetzt irgendwie wieder. Hätte es aber auch basteln können jetzt gerade. Haben sie den Toten entdeckt, jetzt kommt der rüber, jetzt kann ich ihn hier vielleicht reinziehen. Früher hatten die mal auch mal Reichweite, die Assassinen, also hier drin war. Jetzt geht's nur, wenn sie wirklich direkt... Und komm schon. Da ist er.
Reise übrigens. Ich kann nur nicht markieren. Gibt keinen Warte. Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. So, wo sind wir mal wieder? Los, Enkidu. Was tust du da? Check keiner auf. Hier kann ich ran. Hast du die Waren gesichert? Niemand hat sich daran zu schaffen gemacht? Natürlich, mach dir keine Sorgen. Achtet auf alles, was euch verdächtig vorkommt. Beruhige dich. Das ist unser Beruf. So, wie mache ich denn jetzt mit dem Unfalltod? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ah, okay. Da muss eine Tonte stehen. Dann kann ich das von hier eh nicht treffen. Den Winkel könnte ich schon treffen. Leihe mir deine Augen. Fall wäre vielleicht ihn auch da reinziehen, dann weiß ich, wie das Spiel ist definiert. Das ist halt das Problem. Ja, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist auch ein Bart in der Lauge für den Tödlichen und ich weiß nicht, wie ich ihn da reinstumpf. Natürlich. Ist ja genau vorbeigelaufen. Das ist noch eine Möglichkeit, ne? Mehr haben wir nicht. Ich habe halt gedacht, er läuft durch. Ist aber hier hochgelaufen, das war's dann halt. Ja, sorry Leute, ich bin so in den Obsidian-Szenen gar nicht gut, beziehungsweise ich krieg das nie so hin, wie ich es gerne hätte. Jetzt wieder einmal außen rum gehen, nur ich habe wahrscheinlich nichts, was ich auf den schleudern kann.
Wer? Allah, gib mir Kraft! Blutiges Ende nach einigen Missgeschicken. Reine Perfektion. Die Schuhe mache ich mit der Rüstung erwischt, kein Problem. So. Sehr gut. Dass die Kugel doch als Hausunfall gelten. Habe es eigentlich nicht. Doch nicht verschissen. Und wenn ich da nicht entdeckt werden wollen würde, ich dachte, das Ding war tief genug. Und dann stand mir da aber so irgendwie so ein Planschbecken. Und klar, damit ich dann sieht. So, da haben wir noch 30 Meter. Okay, dann muss man da runter. Scheinbar. Jetzt alles vor den Städten und alle Bücher hier im Bezirk. Ich falle besser nicht auf. So, dann haben wir jetzt 70 Meter auch noch das Rätsel. Sogar zur Wildnis. Bin ich nach draußen gelaufen. Naja. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück zu einem Bruderschaftshaus. Nächste Folge machen wir übrigens mal die besondere Quest hier. Das ist nämlich Alibaba mit 40 Räuber. Vorbestellquest, die will ich getrennt in der Folge haben. Nicht jetzt hier noch hinten dran. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nur die Aufträge annehmen. Aber in dem Haus hier ist dann auf jeden Fall auch die Ali 40 Räuber-Quest auf jeden Fall. So, der liegt der Händler wird vermisst. Oh, jetzt ist auch mal vermisst, okay. Finde und hilf ihm. Spitzergeist in der Karawanserei fest, befreie ihn. Niemanden tut. Okay.
habe, ja, fehlt mir jetzt wirklich noch zwei Rätsel, dann habe ich alles. Und ein Rätsel haben wir. Ich habe gerade ein bisschen die Map noch abgesunden, Icons. Aber ja, da retten wir diese Folge noch in Spitze, würde ich sagen. Blöderweise wieder hochkraxeln. Ist gut, dass Basi mit der Rüstung eigentlich ist genauso wendig ist, als hätte er seine Assassinenrobe an. Die Assassinen tragen ja mit Absicht eigentlich keine Rüstung. Das ist die klassischen Assassinen. Ich nehme jetzt mal Ivor und die Charaktere aus Odyssee raus. Reit hier nicht verfügbar, wir sind in der Wüste. Ist noch weggerammt worden, statt aufzusteigen. Sehr gut, Basim. Ich muss mal gucken, ich habe 5 Fähigkeitspunkte schon wieder. So, wir holen uns jetzt auch noch die 2 anderen Fähigkeitsmittel, weil sonst sehen wir die nie im Let's Play, weil wir haben. Also, es fehlt nicht mehr so viel. Das ist der Ort. Niemanden töten. Weise mir den Weg. Die sind safe da drin, wollte ich gerade sagen. Yalla, yalla! Niemanden töten, ja, dann gehen wir nochmal durch den Vordereingang. Yalla! Haben wir ja Händlermünzen inzwischen. Yalla! Lenke ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ist gut. So. Klingt, als sollte ich da mal nachsehen. Bleib ganz ruhig. Ich bin ein Freund von Ali. Hol mich aus diesem Coup. Ich steck fest. Hol mich aus diesem Coup.
Ich steck fest! Bist du verletzt? Ja, meine Beine. Ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Unsere Gegner sind sehr gefährliche Leute. Ich hatte ja keine Ahnung. Ali wird sicherlich hören wollen, was du in Erfahrung gebracht hast. Die Gewürze in diesem Topf. Sie haben mir in der Nase gekribbelt. Hör zu. Gott, das war reiner Lack gerade von mir, dass ich den Weg so easy gefunden habe. Ach, das Niesen hat gerade die Wache übrigens aufgehoben. Du kannst schwimmen. Ja, kann er. Gute Ausführung. Danke. Du kannst jetzt gehen. Ich komme schon zurecht. Wenn du das sagst. So, jetzt sind ja Meisterattentäter, wenn ich es mache. Ich muss 5 auf einmal töten. Okay. Haben wir jetzt nur noch eine andere Nachforschung. Und der ist sonst so gut, dann machen wir den ganz später. Ich würde nämlich sagen, nächste Folge machen wir, wie gesagt, noch die Bonusquests hier. Vom, Vorbestellen. Die Folge ist ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Dafür hatten wir auch noch längere Folgen dieses Let's Play. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann die Bonus-Quest. Und dann gucken wir mal. Ist ja fehlt ja nicht mehr viel. Dann können wir gucken, was wir noch ein paar Karten kaufen mit gefallenen Münzen und so Zeug. Und dann gehen wir mal langsam Richtung Hauptquest weitermachen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, yeah, I look for drama. Yeah, I'm chasing karma. Seen some things that other people can't see. Yeah, I'm motivated, yeah, I'm underrated. Watch the imitators look like me. This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage? Is it just a mirage? For drama, yeah, I'm chasing karma. Seen some things that other people can't see. Yeah, I'm on a mission, I don't need permission. Living like I'll hit 100.